Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge NerdTV. Ja, wir sind mal wieder back mit 4 ganzen neuen Games und das wären It Takes Two, Monster Hunter Rise, Magvet und Mortal Shell. Mortal Shell. Und mehr dazu nach dem Intro. Egal ob Mario Kart, Super Mario oder sonstige Koop-Games, die man zu zweit spielen kann, jetzt ist ein neues Spiel raus namens It Takes Two und ja, wir fanden es eigentlich ganz fresh, aber schaut doch einfach mal jetzt die Bewertung an. Let's go. You have no sense of time. She is never at home. I can't be in two places at the same time, can I? Oh. It Takes Two ist ein Action-Adventure-Plattformer, der von Hazelight Studios entwickelt und von EA unter dem Label EA Originals veröffentlicht wurde. In dem fantasievollen und kreativen Action-Trip schlüpft ihr in die Rolle des Ehepaars Cody und May, die zusammen mit ihrer Tochter Rosie ein typisches Vorstadtleben führen. Doch die Beziehung kriselt und das Paar möchte sich scheiden lassen. Düdüm. Grund genug für Rosie, die beiden in Puppen zu verwandeln, damit sie ihre Liebe wiederfinden. Der 3D-Plattformer ist ein spektakuläres Koop-Abenteuer, das eine Reihe von großartigen Gameplay-Ideen aufgreift und dabei auf ausgeklügelte Mechaniken setzt, also Rätsel über Rätsel. Ob gemeinsam mit dem Ehepartner, Freund oder Geschwistern, It Takes Two nimmt uns auf eine unterhaltsame Reise mit. Kommunikation und Abstimmung zwischen den Spielern sind genauso wichtig wie die Protagonisten May und Cody. Ohne Teamwork wird kein Fortschritt erzielt. Hauptkritikpunkt des Games ist die Geschichte, welche laut vielen Reviews unnötig in die Länge gezogen wird und dessen Hintergrund als nicht passend bezeichnet wird. Dadurch fühlt sich It Takes Two in einigen Passagen unausgewogen an und verliert den roten Faden. It Takes Two, ein wilder, wahnsinnig kreativer Ritt, der sich hervorragend spielt, immer wieder überrascht und begeistert. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Liebesgeschichte und ein Setting mit sprechenden Tieren und Spielzeugen nicht für jeden etwas ist. Wir persönlich finden It Takes Two ein super und charmantes Koop-Game. Zwar ist die Story wirklich ein wenig zu lang, aber geht relativ schnell vorbei, wenn man genug Zeit mit sich hat und sich in dem Spiel relativ schnell einfindet. Wir finden, es hat eine glatte 9 von 10 verdient. Dann auf in die Schlacht. You seen the front. 4 Areale, 4 Rüstungen und das Ganze auch noch von 4 Entwicklern. Gut 15 Personen waren auch noch im Hintergrund mit beteiligt, aber im Kern waren es hauptsächlich nur 4 Entwickler. Warum habe ich 4 Rüstungen gesagt? Ganz einfach, es gibt 4 Rüstungen und die sind sehr, sehr wichtig für den Verlauf des Spiels. Auch wenn diese nicht zwingend nötig sind, um die Story durchzuspielen, lohnt es sich allemal, sie zu sammeln. Du bekommst mit jeder Rüstung natürlich mehr Leben und Stärke. Jede Rüstung hat aber auch unterschiedliche Fähigkeiten zu bieten. Die erste Rüstung liegt direkt auf dem Weg in die Welt. Die anderen jedoch sind sehr gut versteckt und lassen sich nicht ganz so einfach finden. Die Map ist zudem frei erkundbar und das solltest du auch unbedingt tun. Denn überall findest du jede Menge Seelen, die du brauchst. Überall sind natürlich Gegner und solltest du sterben, wird das quasi auf Null gesetzt und du darfst wieder von vorne anfangen. Wenn du es allerdings zum nächsten Speicherpunkt schaffst, das übrigens nicht ganz so leicht zu finden ist und auch noch weiter weg ist, dann fängst du natürlich nicht von vorne an, sondern dann wieder bei diesem Speicherpunkt. Von der Steuerung her muss man keine große Gaming-Erfahrung haben, um zu sagen, dass Mortal Shell nach dem Prinzip Dark Souls geht. Und nachdem wir grottenschlecht in solchen Spielen sind, haben wir in unseren Streams auch gnadenlos versagt. Spaß. Oh Junge, ich hab die Bärenwalle nicht gesehen. Nein, ey, ich hab noch eine Chance.
So, und was lernen wir daraus? Immer mit Bedacht vorgehen. Die Angriffe sind eben wie in einem richtigen Souls-Game langsam, aber kräftig. Ausweichen und zu schlagen verbraucht natürlich Ausdauer und das kann ein Genickbruch für dich werden, wenn du das nicht richtig timest. Wenn du das aber mal nicht richtig timest, hast du trotzdem noch eine gute Chance. Denn du kannst dich auch versteinern. Damit prallen die Angriffe des Gegners ab, jedoch kannst du das nicht dauerhaft machen und auch nicht bei Belieben anwenden. Es muss sich immer und immer erstmal wieder aufladen. Mit gewissen Items kannst du dann auch bei der Schmiede deine Waffen verbessern. Die müssen aber auch erstmal immer wieder aufgefüllt werden. Allerdings kannst du, während du sie ausführst, nicht verletzt werden. Ach ja, und Gitarre spielen kannst du auch. Ach ja. Ist das bescheuert? Das Game ist natürlich auch komplett auf Englisch, besitzt aber einen deutschen Untertitel. Dazu kommt aber auch noch, dass es für uns halt zumindest an manchen Stellen echt stressig war, weil wir immer und immer und immer wieder gestorben sind. Das sorgte zwischendrin mal für eine schlechte Stimmung, aber auch für Erleichterung, wenn wir es mal geschafft haben. Alles in allem kann man quasi sagen, dass es ein kleiner Dark Souls Ableger ist, der richtig viel Spaß macht. Es macht süchtig, da man immer versucht, nochmal alles besser zu machen. Wer also ein Dark Souls Fan ist, findet hier auf jeden Fall seine Liebe. Und nachdem es nicht gar so schwer ist wie ein Souls, finden auch Neuansteiger hier leichter die Liebe dazu. Richtig gut gelungenes Game geworden, also Props gehen raus. Nach dem Erfolg von Monster Hunter World Iceborne ist jetzt ein neues Monster Hunter Teil rausgekommen namens Monster Hunter Rise. Richtig, Max, Rücken, wie findest du das? Ah, perfekt. Mehr seht ihr jetzt in der Bewertung. Los geht's. Offer assistance. We must stop the calamity. Monster Hunter Rise ist ein Action-Rollenspiel, das von Capcom für die Nintendo Switch entwickelt und veröffentlicht wurde. Es ist nach Monster Hunter World die sechste Hauptreihe in der Monster Hunter-Reihe. Zur Story. Im Dorf Kamura wird der Spielcharakter von den Viverianer-Zwillingen Hinua und Minoto darüber informiert, dass er von der Gilde zum Jäger befördert wurde. Sie eskortieren den neuen Jäger zum Dorfvorsteher Fugen, doch auf dem Weg dorthin erblickt der Jäger ein unbekanntes fliegendes Monster in der Ferne. Fugen beglückwünscht den Jäger zu seinem Erfolg, warnt ihn aber, dass es Anzeichen für The Rampage gibt. Eine mysteriöse Katastrophe, die sich vor 50 Jahren ereignet, als eine große Horde von Monstern das Dorf in rasender Wut angriff. Fugen beauftragt die Jäger, sich auf eine mögliche Wiederholung des Rampage vorzubereiten, indem sie bei verschiedenen Quests helfen, um das Dorf zu schützen und mit Waren zu versorgen. Zum Gameplay selbst. Die erste Frage, die sich viele Monster Hunter-Veteranen stellen mussten, als Monster Hunter Rise angekündigt wurde: Wird das Gameplay an die alte Generation an Spielen angelehnt sein oder die Funktionsweise von Monster Hunter World übernehmen? Letzteres ist tatsächlich der Fall. Monster Hunter World hat mit seinem Release viele Spielabläufe vereinfacht und beschleunigt. Objekte können schneller, teilweise im Vorbeigehen, eingesammelt werden und Heil-Items während der Bewegung konsumiert werden. Diese Änderungen haben damals für eine gespaltene Reaktion gesorgt. Monster Hunter-Veteranen sahen die undynamischen Aspekte des Spiel-Engine als Teil des Charmes. Mittlerweile sind sich die Spieler einig, das optimierte Gameplay ist wesentlich angenehmer. Es steht weniger zwischen dem Spieler und der Action. Eine weitere Neuerung, die durch Monster Hunter World eingeführt wurde und mit Rise nun seinen Weg in eine Handheld-Version findet, sind offene Karten. Aufgrund von technischen Einschränkungen waren die Gebiete in Monster Hunter früher in mehreren kleinen Instanzen unterteilt und durch Ladebildschirme verbunden. Dies gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Monster Hunter Rise bietet offene Karten teilweise mit beeindruckender Vertikalität. Gerade auf dem Nintendo 3DS damals waren die Gebiete eher flach. Dieses Maß an offener Welt macht es wesentlich einfacher, sich als Jäger in der atmosphärischen Welt zu fühlen. Die nächste Generation Monster Hunter ist nun offiziell angekommen und wir freuen uns, dass das Ganze auch auf einer verbesserten Handheld-Version spielen zu können. Beziehungsweise Version, ich sag so gern Version. Wir geben Monster Hunter Rise insgesamt eine glatte 7,5 von 10. Jo, Digga, ich glaube, ich gehe mal aufs Klo. Jojo, kein Stress. Hier ist der erste Hinweis. Na gut.
Digga. Sorry. Hast du einen Zettel gesehen? Ja, ja. Danke. Sorry, herzlichen Glückwunsch, liebe Grüße. Danke, sorry, bye. Sagte ich Bart? Sorry, meinte Arbeitszimmer. Oh, dieser Fett. Ah, da. Hier ist der Schlüssel zur nächsten Moderation. Keller. Nicht tot öffnen drin? So, I'm getting coffee. Getting ready to leave. Where's this guy? Marquette ist ein Indie-Titel, der jetzt keine große dicke Firma mit einer Menge Cash im Hintergrund hat, aber dennoch weiß, wie das Ganze anzupacken ist. Es lädt dich förmlich schon dazu ein, die Welt zu erkunden und alles mal auszuprobieren. Also nix hier mit rumballern. Jetzt musst du auch mal dein Hirn einschalten. Marquette ist wirklich abgefahren. Immer wenn du ein neues Areal betrittst, siehst du das ganze Areal nochmal als kleines 3D-Modell, um den Überblick zu behalten. Hier zum Beispiel. Du kannst einen Riesenschlüssel finden, den du richtig platzieren kannst, was dir dann hilft, in Real weiterzukommen. Zu Beginn gibt es erstmal einen schönen Song zu hören, während man zum eigentlichen Spiel läuft. Und auch sonst sind die Soundtracks hier richtig funny und entspannt. Aber sei gewarnt, wenn du das Rätsel nicht rechtzeitig löst, hört plötzlich der Song auf und der geht dann erst wieder weiter, wenn dafür eine Lösung gefunden wurde. Es wird, während du spielst, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Personen erzählt, namens Kenzie und Michael, und in kleinen Zwischensequenzen auch vertont. She'll understand. I love you, Michael. I love you, Kenzie. Ha, ist das nicht süß? Das sorgt dann dafür, dass das entspannte Spielen manchmal zum stressigen Spielen wird, was uns dann auch ein wenig aus der Story kickt. Also Fazit, zu einem hätten manche Rätsel komplexer sein können, zum anderen hat die Atmosphäre darin aber auch wirklich überzeugt. Für ein lustiges Rätselabenteuer, das mal Abwechslung bietet, reicht es allemal aus. Dragon, what? Lol, achso, irgendwie so. Oh mein Gott, das ist ein voll geiles Logo. Der Teppich. Schau, den ist nicht sehr wichtig. Wieso? Oh mein Gott, schau, das ist ja echt. Du siehst halt, du siehst ja den Teppich echt dadurch. Das kann man nicht gucken. Das reicht ja schon. Here comes the music. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr hier natürlich abonnieren. Und hier kommt ihr zu anderen Videos. Genau, also. Ja, das war's dann eigentlich noch. Ja, würde schon sagen, das war's. Okay. Na dann.